Meine lieben Freunde, Hallöchen, willkommen zurück zu The Legend of Dragoon. Ja, beim letzten Mal haben wir ja uns per Gesetz den der Siegelkugel nähern dürfen. Und jetzt haben wir uns das, oder beziehungsweise ich habe ja versprochen, ich hole mir offscreen noch dieses Gesetz 410 war es, glaube ich, die Möglichkeit mit diesem Teleporter hier direkt in die Todesstadt Marfil zu reisen. Und das kann ich mir jetzt hier aussuchen. Ich kann nochmal zurück nach Arglis, wenn ich möchte. Falls ich da irgendeine Kiste vergessen habe oder... keine Ahnung. Aber ich möchte direkt nach Marfil. Das steht jetzt als nächstes auf dem Plan. Und Marfil haben die sich nicht umsonst bis zum Schluss aufgehoben. Denn ich habe in Marfil jede Menge zu tun. sagen wir mal so. Theoretisch nicht. Praktisch werde ich hier gleich einige optionale Möglichkeiten haben. Die zeige ich euch dann später. Oh, da ist schon Sieg. Der ist auch in Marfil angekommen. Über 11.000 Jahre und er führt noch immer Seelen in die Hölle. Vielleicht steht er mit dem Teufeltum in Verbindung. Who knows? Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Der Plan, den Soa bestimmt hat, wird alles bis auf den letzten Tropfen entleeren. Hier in Business-Kluft. Das war schön. Ich war von der Arbeit, hab gut gefressen, gut gekackt und jetzt kann's losgehen. Auch die Musik hier in Marfil ist traumhaft schön und macht einfach nur Spaß in diesem Spiel. So, da sind ja unsere Freunde. Ja, nicht alle, aber ein paar. Rose, was ist das? Als es noch Winglies hier gab, saugten sie Seelen aus der ganzen Welt in diesen riesigen Turm. Dadurch konnten sie das Ziel ihrer Seelen bestimmen. Aber warum? Du meinst, er hätte während der Drachenkriege zerstört werden müssen, nicht wahr? Theoretisch. Sowohl Arglis als auch Cenebatos waren noch ganz. Es sollte nicht so erstaunlich sein. Aber wir haben diesen Ort völlig zerstört, damit sie nie wieder mit Seelen spielen konnten. Aber vielleicht ist das hier... Versammeln sich hier die Seelen, die nicht ganz sterben konnten. Das ist ein Hinweis auf unsere optionalen Möglichkeiten, die wir gleich haben. Solange der Mond noch im Himmel ist, ist alles in Ordnung. Die Siegelkugel ist noch intakt. Yes. Beeilung, wir müssen vor Vater dort ankommen. Tja... Das ist natürlich scheiße, wenn wir laufen müssen und er da fliegen. Ja, theoretisch können wir ja auch fliegen, also Meru zumindest, sie ist ja ein Wingli. Und als Dragoon habe ich ja auch Flügel. Tja, warum darüber nicht nachgedacht wurde. So, und jetzt geht es hier los. Das sind die optionalen Aufgaben, die wir hier kriegen. Das ist die Seele von Feyerbrand, dem grünzahnigen Drachen. Das ist Feyerbrand. Er kam wegen Alberts Dragoon Spirit heraus. Du hast gesagt, hier versammeln sich Seelen, die nicht ganz sterben konnten. Gilt das auch für Drachen? Ja, wahrscheinlich lastet die Tatsache, dass sie von Menschen besiegt wurden, die ja weniger mächtig sein sollten als sie, auf ihren Seelen. Wenn wir sie noch einmal töten, können wir die Verbindung wohl durchtrennen. Aber wir haben keine Zeit, uns mit ihnen zu beschäftigen. Nein, haben wir nicht. Sie tun mir leid, aber... Wir müssen Sieg einholen, sonst zerstört er die Welt. So, jetzt könnt ihr euch entscheiden, gehe ich hier in die nächste Tür oder berühre ich die Seele der Drachen. Das wird nicht die letzte sein. Wir haben sie anscheinend zum Kampf herausgefordert. Es gibt keine Wahl. Ich trenne jetzt deine Verbindung. So, jetzt beginnt ein Kampf. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es hier Feyerbrand, es gibt den Wasserdrachen, wie heißt denn der nochmal? Keine Ahnung. Und das letzte und schwerste wird der Götterdrache. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Ich mache die natürlich alle für euch, nicht nur für euch, sondern auch für mich. Weil ich die natürlich besiegen möchte. Ich brauche die Erfahrungspunkte.
Und ich möchte alles in diesem Spiel mitnehmen. So, ihr seht, wenn er das macht, verwandelt er sich kurz in den Drachen. Das Gute an diesen Seelen hier ist, dass die Abwehr von denen, also die physische Abwehr zumindest, extrem schwach ist. Achtet mal jetzt drauf. Der Wirbeltanz zieht 1229 ab und auch Kongol darf jetzt nochmal an und der haut, glaube ich, richtig rein. Mal gucken. Ja, gut, okay. Also wir können sagen, mit einem Angriff sind wir so ungefähr bei 4.500. Ich weiß nicht genau, wie viel die einzelnen Geister jetzt hier haben. Oder vielmehr Seelen. Ach, scheiße. Aber der Götterdrache, da könnte es sein, dass wir da relativ lange dran sitzen. Wir schauen mal. So, Feuerbrand ist natürlich dann ja, der erste Drache. Und der ist natürlich nicht so hart. Der Götterdrache ist natürlich der schwierigste. Wie gesagt, alles optional. Ihr müsst das nicht machen. Ihr dürft natürlich dann nicht, so wie ich, diese Seele berühren. Dann lauft ihr einfach großspurig drumherum. In die oder durch die nächste Tür. Wir sehen, er ist gelb. Wir haben ihn gleich. Ach, scheiße. Kongol kriegt erstmal eine... Was ist denn das jetzt? Geist? Ja, Geist, ne? Geistreinigung. Nicht mehr diese blaue Scheiße, bitte. Oh, auf Albert auch noch. Ich habe nur 3 Geistreinigungen. Ich hoffe... Oh, fuck. Mal gucken, was das jetzt ausmacht. Ja, heilen muss ich ja eh. Ich meine, so um die Hälfte gibt das jetzt. Oder 700 noch was. Ja, 600, okay. Gut, das muss ich wegheilen. Das geht nicht anders. Aber ich habe nur noch 2 Geistreinigungen. Das ist äußerst scheiße. Und der macht das ja sicherlich jetzt nochmal. Irgendwann, gleich. Wenn nicht sogar... Gut, das darfst du ruhig. So, auch der Götterdrache. Also der jetzt hier ist eine Pussy im Gegensatz zu ihm. Der haut gleich nochmal wirklich alles raus. Ach, verdammt, immer dieses Rote dazwischen. Was soll denn die Kacke? Der haut gleich nochmal alles raus, was er auf Lager hat. Göttliche Kanone, göttliche Kugel und was weiß ich. Mit dem werden wir Spaß kriegen. So, ich glaube, er ist mittlerweile rot. Nicht wahr? Jawohl. Ah, egal. Okay. Gucken, was wir kriegen. Ich meine so um die 8000. Oh, 4. Upsala. Dann steigt hier keiner auf. Meru Miranda, okay. So, Feuerbrand ist gerettet. Ja, wahrscheinlich. Gehen wir schnell weiter. Rose, schnell. Mein Gott. So, wie heißt denn nochmal dieser scheiß Drache im See da? Ich komme nicht drauf. Giftschutz brauche ich nicht. Ah, okay. Da unten ist ein Speicherpunkt. Den merken wir uns. Ich meine, das ist der vorm Götterdrachen, weil man einfach davon ausgeht oder die Entwickler davon ausgegangen sind, dass der ziemlich hart ist und dass man das nicht so überlebt. Wie komme ich denn da unten zu der Kiste? Mal egal. So, nächste Seele. Ihr seht, ich kann locker dran vorbei. Das Vieh guckt mich zwar an, aber nee, komm, wir machen es mit.
schönen Zähnen. Regoli hieß der, genau. Ah, Mensch. Oh, kennt ihr das, wenn das... Wenn man Fleisch gegessen hat und die Scheiße hängt da drin und es nervt einen tierisch. So. Ich komm nicht ran. Na, keine Chance. Egal. So. Regole hatte ja... Ja, bis auf seine relativ starken physischen Attacken ja auch eine relativ starke magische Attacke drauf, wo er uns da quasi in so ein, ja, in so eine Art Aquarium sperrt, sag ich mal. Und aus seiner Abwehr ist gar nicht so gut. Ihr seht, Mondschlag 1260, dafür hat er logischerweise mehr HP. Ich denke, das dürfte klar sein. So, oh, da ist schon gelb. Boah. So, ich habe mich dagegen entschieden, diese drei Seelen, oder sind es sogar vier? Ich weiß es gar nicht. Diese Seelen in verschiedene Parts aufzuteilen. Das hat bei den Dragoons noch halbwegs Sinn gemacht, aber hier nicht mehr. Weil die Kämpfe, also bis auf den... Ich glaube, das war das. Ach, da ist es. Ja, genau, das war das. Und glaubt ja nicht, dass das schwächer ist als vorher. Ganz im Gegenteil. Ja. Ganz genau so ist es. Oh, ich hatte nur noch vier Briesen. Alter Scheiße. Ich hätte in Zenebar doch nochmal shoppen gehen sollen. Fuck. Gut. Oh. Autschen. So, Albert. Jetzt hat er schon 4000 weg ungefähr. Nee, gar nicht wahr. Doch. Ja, 4,5 ungefähr. Ach, ich glaube, Kongol hat noch den Legendenhelm an. Glaube ich. Also ihr merkt das bei mir, ich stehe tierisch auf physische Attacken. Magisch bin ich gar nicht so, also klar, ich werde ab und zu mal den Dragoon auspacken, aber ich bin da mehr für Hau drauf. Deswegen sind die drei in meinem Team. Was bei diesen Seelen hier auch... Drachengeist, doch ein Geist. Mehr Sinn macht. Mondschlag! Sind mittlerweile gelb. Können noch mal eine Brise werfen, ne? Aber nicht mit Albert. Er ist gelb. ...1537. Geh doch mal auf Kongol jetzt. Ein Single an... Ach, wieder die Scheiße.
Jetzt brauche ich eine Brise. Oh, Kongolava ist erwischt. Endlich mal. Aber ich mache das mit Nebeln. Obwohl die Nebel alle HP heilen, ich finde die Brisen irgendwie wertvoller. Weil es ist selten der Fall, dass ein Gegner sich nur auf einen konzentriert. Jetzt wird es ja auch schon wieder bei diesem Angriff. Es gibt in, sagen wir, 80%, 90% der Fälle immer einen Flächenangriff. Und da sind die Brisen Gold wert. Ist so. Ja, er ist rot. Fuck. Nicht aufgepasst. Und tschüss. Zwei Level-Ups. Schön. Er sagt, es geht ihm gut. Und er wird sich nicht mehr der Macht von Maifil beugen. Beeilt euch, wir müssen Darts Vater einholen. Dart. What the fuck? Egal. So, jetzt dürfte der Speicherpunkt kommen. Speicher. Speicher mit SCH. So, wo geht's hier lang? Da geht's zurück. Ah, jetzt komme ich wahrscheinlich zu der Kiste da wieder aus, oder? Ah, ich nehme hier echt alles mit. Ja, es geht echt zur Kiste. Sehr schön. Ja. Eine Brise, bitte eine Brise. Ah, fuck. Eine Brise wäre schön gewesen. Die Musik hier ist echt verdammt angenehm. Das macht einfach nur Spaß. Hier rum zu. Was ist denn da? Komme ich da noch irgendwie hin? Ja, wahrscheinlich, ne? So, Freunde. Und das ist die Seele des Götterdrachen. Und jetzt müssen wir tierisch aufpassen. So, ich lasse das mit Kongol so. Er hat ja den Legendenhelm. Ihr beide habt immer noch den Drachenhelm. Ich muss mal schauen, ob ich magisch defensiv nicht was Stärkeres auf Lager habe. Der normale Helm. Na gut, Legendenhelm ist es nicht. Den möchte ich nicht nochmal benutzen. Sonst ist nichts dabei. Doch, der normale Helm. Magischer Hut. Okay. Erhöht die MP auch um 50%. Puh. Und die Phönixfeder, was macht die? Ah, okay. Wisst ihr was? Scheiß drauf, wenn ich verkacke. Moment mal. Ich versuche mal ganz kurz, ob ich, wenn ich hier rausgehe, speichern kann. Ob das hier schon so ist. Ja, da unten kann ich speichern, das mache ich jetzt auch. Und dann gehe ich zurück, denn das ist mir jetzt ein bisschen zu kritisch. Denn ich weiß, wie hart dieser Götterdrachengeist ist. Das ist mir zu kriminell. Ich speichere hier.
Also Level 36 finde ich ganz okay. Also habe ich glaube ich schon mal erwähnt, wir dürfen oder wir können maximal bis Level 60. Weiter geht's nicht. Puh. Und das ist die Götterdrachenseele. Selbst der König der Drachen hat nach dem Tod noch Bindungen. Weil er der König der Drachen ist, kann er seinen Stolz nicht besiegen. Wenn die Siegelkugel zerstört wird, stürzt der Mond herab. Der Mond ist noch am Himmel. Unsere einzige Chance, die Seele des Götterdrachen zu retten. Und ich glaube, wir kriegen für den sogar 10.000 Erfahrungspunkte. Der aus meiner Sicht mit härteste Kampf in diesem Spiel. Scheiß mal auf Faust, denn das hier ist ein anderes Level. Und ihr seht auch seine Abwehr. Ist verdammt hoch. Natürlich ist Faust härter, ja. Aber seine Attacken hier, sehen wir ja gleich. Der hat wirklich das komplette Repertoire drauf. Und wie gesagt, abwehrtechnisch ist er auch, ja, gut mal 50% stärker als der Rest der Drachen. Was kommt jetzt? Oh, die Kanone. Habt ihr Albert gesehen? 1752. Das überlebt er nicht ein zweites Mal. So, ich werde Dart zum Heilen benutzen. Ich glaube, mit ihm greife ich gar nicht erst an. Denn das macht nicht viel Sinn mit ihm. Mit den beiden ziehe ich 1600 ab, also mit Kongol und Albert. Und ja, Dart wird sich die ganze Zeit schützen. Kongol ist ja bei magischen Attacken sehr gut geschützt. Und ja gut, Albert muss ich halt heilen, ne? Auch nochmal. Boah, was habe ich hier in diesem Kampf gesessen teilweise vor, weiß ich nicht, 10, 15, vielleicht sogar schon 20 Jahren, wo ich das erste Mal das Spiel gespielt habe. Ich bin an diesem Ding verzweifelt, wirklich. Das war echt zu viel. Dart ist kurz vom Abnippeln. Kriege ich jetzt mal einen Nebel rein. Es sei denn, er darf nochmal. Oh, fuck. Auch noch Dart und Albert. Jo. Jetzt beide erwischt. Kongol mache ich mir gar keine Sorgen. Jetzt aber nochmal, was ist das jetzt? Alter, darf dreimal angreifen. Wow. Ach, wie süß. So, darf ich jetzt mal? Dankeschön. Nur noch zwei Engelsgebete. Boah, das ist fies, ey.
Ich werde aber erstmal Dart wiederbeleben, denn falls wieder seine komische Kanonenattacke kommt, bekommt Dart weniger ab als Albert. Und wenn ich wieder ganz gut dabei bin, dann muss ich Albert wiederbeleben. Darf ich jetzt da... Ah, ich darf auch nochmal, das ist doch schön. Obwohl, Moment mal. Ja gut, wenn er es wieder dreimal darf, wenn er dreimal durfte, so wie gerade eben, dann habe ich ein Engelsgebet verbraten. So, jetzt darf er wieder angreifen. Mach doch mal eine normale physische Attacke, bitte. Nein. Scheiße. Oh, 0 auf Dart, das ist doch schön. So, dann mache ich jetzt mal ein Gebet auf Albert. Denn jetzt darf ich bestimmt zweimal angreifen. Ich hoffe es. Bitte. Oh, fuck. Naja, das ist okay. Das darfst du gerne machen. Das darfst du nur machen, wenn es geht. Wunschtraum. So, Kongol, Nebel, Albert. Puh. Jetzt bin ich fürs erste Mal safe. Und du klopfst mal drauf jetzt. Ich bin ja schon froh, wenn er gelb wird. Dann habe ich die halbe Miete. Nicht auf Albert. Oh. Hat mit einem Strich noch überlebt. Oh, das ist echt die fieseste Scheiße überhaupt. Okay, okay, okay. Alles im Griff. Alles easy. Alles. Er darf jetzt. Der macht das nochmal. Nee. Oder? Nee. Was? Achso, oh. Ich denke, was war das denn? Ich mache jetzt mal eine Schutzrunde, glaube ich. Ihr seht, ich kriege 435 und bei Dart 431 und bei Kongo waren es, glaube ich, 320 oder so. 350. 358 kriege ich jetzt. Das ziehe ich jetzt mal durch. Denn jetzt kommt wieder die... Ah, dieses Raketenwerfer-Dings. Dart schützt sich. Du hast immer noch blau. Kongol? Kongol? Nein. Mal auf Albert. Mach doch mal auf Kongol, Mensch. Der hat den Helm auf. So, drei Brisen habe ich noch. Habe ich jetzt jawohl. Ich habe nur zwei Felder und ich habe auch noch 20 MP. Ich überlege, ob ich mal diese komische Bombe hier werfe.
komm, wir hauen mal jetzt die ganze Scheiße hier raus. Was soll's denn? War das jetzt ein Multiangriff? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, war's nicht. Das kenne ich doch von Regole. Oh, okay. Nicht schlecht. Jetzt da war wieder. Oh oh, kann. Oh. Bitte auf Kongo dieses Mal. Bitte, 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 bitte. Jawoll. Jawoll. Vollkommen okay. Darfst du gerne öfters machen. Gar kein Ding. Bist du mittlerweile gelb? Der darf nochmal. Ich werde nicht mehr. Er ist immer noch blau. Boah, ich weiß, was habe ich hier gesessen und mir gedacht, scheiße nochmal. Wann ist das endlich vorbei? Ich muss eine Brise werfen. Und er darf schon wieder. So, du hast 80 MP. Und du haust jetzt mal. Den Flügelbrecher raus. Flügelbrecher! Okay. Flügelbrecher, Knochenbrecher, alles dabei heute. Oh oh. Wenn das durchgeht, ist Albert tot. Oh ne, Kongo und Dart. Alles gut. Tja, macht das bei dir jetzt Sinn? Eigentlich nicht, ne? Du kriegst jetzt mal einen Nebel. Dass ich einfach nicht mal Zeit habe, zwei Angriffe zu machen oder zumindest zweimal ran zu dürfen. Jetzt kommt wieder diese Scheiße hier. Gut, Albert hat Dragoon-Abwehrkräfte. Das dürfte bei ihm nicht so viel sein jetzt. Ich schätze mal unter 1000 irgendwas. Ich hoffe es. Jop.
Atemraub. Auch nochmal raushauen. Das darf er gerne nochmal tun. Gleich. Aber erstmal kriegst du einen Nebel. Zack. Zumindest ist er jetzt noch zwei Runden vor seinen magischen Attacken da vorne geschützt. Er ist mittlerweile gelb. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. So. Aber ich mache mit Kongol auf jeden Fall weiter physisch, weil... Also mit zwei Dragoons, die nicht irgendwie ein Heil-Item werfen können, ist mir das hier echt zu kritisch. Und da Kongul eh eine gute magische Abwehr hat durch den Helm, lasse ich das mal hier schön bleiben. Obwohl, ja, die Abwehr mit einem Dragoon ist auch nicht so verkehrt. Ich glaube, mit Dart könnte ich es jetzt mal riskieren. Der hat ja eh nur zwei Angriffe frei. Wobei, nee, es sind zwei. Na komm, ich mach's jetzt mal. Und dann kann ich zumindest zweimal den Flammenschuss absetzen hier. Mehr geht ja gerade eh nicht. Explosion einmal, klar, aber ich glaube, dass das mehr bringt. Zweimal. Ich sag mal so 650. Wauzi! Ja, umso besser. Jetzt nochmal 1300. Läuft doch hier. Ich frage mich, ob ich nachher noch die Chance habe, zurückzugehen zum Warp. Denn ich würde aber gerne nach Cenobatos und shoppen. Denn ich weiß, was hier noch kommt. Und das wird nicht schön. Und diese beiden Händler sind, glaube ich, nicht hier, wenn ich mich nicht irre. Nee, ich glaube nicht. So, was kriegen wir ab? 0, 11, ja, ist doch gut. Ja, ist alles gut. So, noch ein Flammenschuss. Oh, er ist rot. Das ist doch schön. Flammenschuss. Ich glaube, mit Dart habe ich die Rüstung dieses rotäugigen Drachen an. Deswegen bin ich gegen Feuer resistent. So, meine letzten Angriffe. Die müssen jetzt alle sitzen. Aber er darf jetzt nochmal. Bitte keine Kanone. Oh, fuck. Kongol, bitte. Kongol, bitte. Nicht Albert. Fuck. Meine letzte Brise verhaue ich jetzt. Bringt ja nichts. Und ich bin gespannt, was in dieser Kiste drin ist. Denn ihr habt ja gesehen, unter der Seele war eine Kiste. Und die darf ich gleich öffnen. Was machst du jetzt? Achso, die Scheiße. Na gut, okay. Nochmal. Für optionale Sachen werdet ihr meistens hier belohnt. War ja bei Faust so, da haben wir ja auch drei Items bekommen nach dem Kampf. Hier bekommen wir wahrscheinlich ein geiles Item nach dem Kampf in der Kiste. So, Albert, dein letzter Angriff. Bitteschön.
Yes! Und tot? Nein. Hoffentlich darf ich jetzt nochmal. Bitte, 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 bitte darf ich. Ich muss Dart heilen. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Bitte keine Kanone. Keine Kanone. Oh, das ist auch scheiße. Kein Engelsgebet und keine Brise mehr am Start. Nur noch zwei Nebel. Das wird eine richtig enge Kiste. Oh, 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 oh. Dart muss ich jetzt dringend heilen. Und auch Albert ist auch schon gelb. Darf ich jetzt bitte nochmal angreifen? Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das gibt es doch nicht. Jetzt macht er den ganzen Scheiß nochmal. Eine Kanone und ich bin weg. Boah, 152. So, das war's jetzt mit Heil-Items. Kongol, bitte sei du dran. Und mach ihn einfach nur alle. Danke und jetzt komm. Er ist immer noch nicht tot. Ich krieg die Krise. Jetzt kommt auch noch eine Kanone. Das weckt hier gerade Kindheitserinnerungen, denn ich weiß noch, wie oft ich hier gesessen habe und mich gefragt habe, wann ist dieses Drecksvieh endlich tot? Und Albert ist es gleich. Aber ich muss mit ihm angreifen. Wenn ich jetzt dran bin. Nee, bin ich nicht. Komm, wir hauen raus. Was soll's? Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es und ich mach nichts. Jetzt aber nochmal. Oder? Ja. Ja. Albert stirbt, Dart nicht. Albert kriegt wieder keine Erfahrungspunkte. Gut, okay, wir haben es geschafft. Ich möchte mich gar nicht beschweren, aber das mit Albert ist richtig scheiße. Er hätte das super gut gebrauchen können. Gut, er wäre kein Level aufgestiegen jetzt, aber wir wären kurz davor gewesen. Kongol steigt auf. Okay. Das war verdammt hart. Und wirklich mit dem letzten Tropfen Sprit habe ich mir jetzt gerade... Meine Leute, was kriege ich denn jetzt hier? Entsteinerungsamulett. Ich dachte, das wäre was Geiles. Sowas wie, weiß ich nicht. Was soll ich damit? Was zum Fick soll ich damit? So, ich muss zurück. Nee, da müsst ihr nicht mit dabei sein. Also ihr wisst den Weg zurück. Es gibt ja nur einen. Ich werde mal gucken, ob ich nach Marfil zurückreisen kann. Und mich mit neuen Heilsachen eindecken. Und im nächsten Teil treffen wir uns am Speicherkristall. Und dann geht's weiter hier in Marfil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss.